Maggi wünscht viel Abwechslung mit dem Marienhof und Maggi.de. Es wird viel passieren. 21 Uhr im Park, ich wusste es. Um 9 im Park. Nettie. Robby? Was machst du denn hier? Das ist doch jetzt ganz egal, ob aus Angst vor deiner Rache oder aus Mitleid mit Bruno. Hauptsache, es ist aus eurem Leben, hm? Papa, darf ich bei dir schlafen? Ja, aber natürlich, komm her. Komm her. Es wird viel passieren. Na sag schon, was machst du hier? Ich habe Nettie geholfen, das Zelt aufzubauen. Hä? Warum? Nettie wollte, hat gemeint, es sei zu kompliziert und naja, da dachte ich mir, lege ich mal Hand an. Cool. Das war bestimmt genauso ein hartes Stück Arbeit wie meine Sprayaktion. Welche Sprayaktion? Na, meine Wandannonce. Deine Annonce. Klar. Ich habe Nettie gesagt, dass ich dir dabei geholfen habe. Du, mir geholfen? Ja, ich habe ja die Dosen weggeräumt und so. Also, aber die Idee und der Schriftzug ist von Robby. Tja, so ein Langweiler wie er würde so eine Idee ja echt für bescheuert halten. Aber wie du siehst, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt. Ich gehe mal. Viel Spaß. Özgün Türk. Sülo, bist du's? Ja, natürlich bin ich's. Red mal ein bisschen lauter. Das geht gerade nicht. Mein Gott, du hast Bruno jetzt beinahe geweckt. Warte. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Okay. Was gibt's denn? Naja, ich sitze hier im Latte und ich feiere ein bisschen deinen, unseren Sieg über Konstanze. Das ist schön. Du, falls du meinst, ich komme jetzt rüber zum Feiern, das geht nicht. Brauchst du auch gar nicht. Gut. Kann auch alleine trinken. Carlos, machst du mir nochmal voll, bitte? Ja, klar. Ja, weißt du, was ich mir gerade überlege? Was ich Bruno zu Weihnachten schenke. Und ich kann mir noch gar nicht, danke, vorstellen, wie unser erstes gemeinsames Weihnachten aussieht. Du stellst Fragen, ich bitte dich. Stell mir so eine richtig schöne Familienfeier vor. Das war früher immer so schön mit meinen Eltern. Du, ich komm gerade mitten aus einer Katastrophe. Also ich kann mir jetzt wirklich um Weihnachten keinen Kopf machen. Ja, ist schon gut, schon gut. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und freue dich, dass Bruno wieder da ist. Ja, also, gute Nacht. Ciao. Ciao. Und? Ach, Mistding, die beiden Flammen außen funktionieren nicht. Ach, na klasse. Einen kaputten Gasherd hat man noch nicht auf der List. Naja, zumindest mussten wir für den keine Ablöse bezahlen. Jetzt weißt du auch warum. Tja, hilft alles nichts, da muss ein Fachmann ran. Aber den können wir uns doch nicht leisten. Hört das ja nie auf. Doch, wenn endlich unsere Pension komplett fertig ist und wir alle Zimmer vermieten können, dann wird sie auch richtig Gewinn abwerfen. An dem Punkt wollten wir da eigentlich schon längst sein. Ja, eigentlich. Aber wir sind ja immer noch nicht durch mit dem Renovieren. Und jetzt auch noch der kaputte Herd. Ach, und da war ja noch was. Unsere etwas teure Hochzeit. Ja, ich weiß. Und dass wir kein Geld haben für Weihnachtsgeschenke. Ja, wenn wir nicht schaffen, wenigstens ein paar kleine Geschenke zu organisieren, dann wird das ganz schön traurig dieses Jahr. Ja, genau. Und warum? Warum diese verdammte Rechnerei? Wegen meinem Geizkragen von Bruder. Wenn der mir endlich mein Erbteil... Oh, Harry, bitte. Das Einzige, was uns jetzt hilft, ist anpacken.
Ja, genau. Anpacken ist so meine Rede. Okay, wenn du zum Beispiel endlich mal die Steuererklärung fertig machen würdest, hätten wir auch kleinere Vorauszahlungen. Kein Problem. Ich leg jetzt hier richtig los. Wieso? Naja, ich meine, die Maldinis brauchen mich jetzt nicht mehr so oft, weil die Oma aus Italien hilft wieder mit aus. Fertig. Ach, das ist lieb von dir. Kannst du die gleich auf die Tische im Frühstücksraum tun? Klar. Das heißt aber auch, du verdienst dann weniger. Ach, kein Problem. Das mache ich doch hier alles wieder wett. Was willst du hier so Tolles tun? Pass mal auf. Zuerst wird dein Tiger unser kleines Zauberschloss mal ins rechte Licht rücken. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Na ja, der Laden, der braucht einfach mehr Flair, mehr Glanz. Eben Werbung. Die Pension heißt ja auch nicht zur grauen Maus, sondern Adler. Die sind gut. Ich finde sie alle gut. Dann nimm doch noch ein paar. Danke. Aber ich bin nicht zum Keksefuttern. Dann musst du unbedingt Glühwein probieren. Mir ist schon warm. Ehrlich gesagt wird mir gerade ziemlich heiß. Robby, es ist nur... Es ist nur was. Ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass du dich so eingesetzt hast, dass ich in der WG bleiben darf. Kein Problem. Deswegen musst du mich doch nicht messen wie eine Weihnachtsgans. Du bist wirklich ein klasse Kumpel. Was? Das hieß letztens aber noch ganz anders. Ich wäre tiefsinnig, sexy und intelligent. Moment mal. Hast du zu Toni gesagt? Über den Ex ihrer Schwester, also über mich. Du hast uns belauscht. Quatsch, ich war nur gerade zufällig in der Nähe. Darauf brauche ich jetzt erstmal einen Glühwein. Hey, du bist ja wach. Hey. Ja, ich hatte Heißhunger auf Gurken und Marmelade. Magst du auch was? Nee, danke. Das verträgt mein Magen nicht, schon gar nicht um diese Zeit. Ich dachte, ihr schlaft schon. Naja, fast, bis dieses Ding angefangen hat zu piepsen, der Akku ist leer. Oh je, ist Bruno auch aufgewacht? Nein, Gott sei Dank nicht. Und das Allerschönste ist, er ist von ganz alleine zu mir ins Bett gekommen. Das ist schön. Yasemin, er spricht wieder. Er sagte, Papa, darf ich bei dir im Bett schlafen? Das ist wunderschön. Ich weiß jetzt, warum er nicht mehr mit mir gesprochen hat. Konstanze hat ihm gedroht, wenn er mit mir spricht, dann würde Papa davonlaufen, nie wiederkommen. Das ist so unglaublich. Aber schau mal, das ist jetzt vorbei und jetzt ist alles gut. Ich meine, du hast Brunos Vertrauen wieder. Es tut mir total leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Danke. Und glaub mir eins, Konstanze hat keine Chance mit ihren Intrigen. Wollen wir es hoffen? Nie wieder. Schau mal, du hast alles Mischa zu verdanken. Er ist so ein wundervoller Partner. Er ist loyal, er ist liebevoll, er ist treu. Also ich finde, er ist der Richtige für deine Zukunft. Meinst du nicht? Doch. Wahrscheinlich schon, ja. Okay, wir müssen los. Kommst du? Ja, aber erst, wenn du mir einen kleinen Tipp gibst, was du mir zu Weihnachten hast. Nee, vergiss es. Du willst ja nicht zu spät zum Dienst kommen. Okay, macht ihr. Frechheit. Also, jeder, der mir einen sachdienlichen Hinweis liefern kann, der bekommt meinen Schokoladenweihnachtsmann und das war immerhin ein persönliches Geschenk der Krankenhaus. Kannst du das toppen, Marlon? Naja, wenn Nettie den nicht schon aufgegessen hat. Hm? Okay, weil du es bist. Ich gebe dir einen Tipp. Er hat lang dran gearbeitet. Hey, Leute, komm. Also ist es was Selbstgemachtes. Marlon hat stundenlang damit verbracht, es einzupacken. Ja, genau. Komm, wir gehen jetzt, komm. Hey, dich gibt's auch noch? Wie war das Zeltlager? Hat Nettie denn nichts erzählt? Nee, die war schon weg, als ich aufgestanden bin.
Es gibt eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Es war wie bei den Pfadfindern. Echt? Naja, und Nettie hat versucht, mir in ungefähr 10 Varianten zu verklickern, was für ein toller Kumpel ich bin. Tja, dann war es nicht so prickelnd, oder? Dann haben wir das Zelt zusammengepackt und sind abgehauen. Also hat dich die Nacht nicht wirklich weitergebracht? Naja, in einem Punkt schon. Und der wäre? Es war ziemlich daneben, was ich dir alles in letzter Zeit an den Kopf geworfen habe. Von wegen, du gönnst mir Nettie nicht und der ganze Scheiß. Ach, weißt du, das vergessen wir einfach. Nee, echt. Du hast sogar noch das Zelt mit Nettie für mich aufgebaut. Charlie, du bist wirklich der Letzte, auf den ich mich noch verlassen kann. Aber langsam, Robby, ich bin auch kein Heiliger oder so. Aber du bist besser als jeder Vater. Tja. Die Frauen. Die eine verlässt mich und die andere. Aber ich krieg das schon irgendwann noch gebacken. Oh, das wäre aber nicht nötig gewesen. Hey, sag mal, spinnst du? Hey, 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 stopp, 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 stopp. Das ist für jemand, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Komm, steh auf, los. Steh auf. Dankeschön. Du wolltest sowieso gehen. Hier, zieh deinen Mantel an. So ist fein. Ja, Papa. Komm schön raus und tschüss. Hey, wie siehst du denn aus? Julia hat mich herbestellt. Kein Smoking oder Abendkleid? Was? Komm, vergiss ihn. Komm rein. Hallo. Hallo. Na? Du, ich hab Brötchen mitgebracht. Na super. Die reichen uns dann bis Silvester. Komm. Wow, der sieht aber toll aus. Ja, ich bin aber noch nicht fertig. Eier? Weich? Hart? Du, ist ganz egal. Lass uns lieber gleich anfangen. Ich hab gar nicht so viel Zeit. Schade. Ja, komm, setz dich. Hier. Danke. Womit hab ich das denn verdient, sag mal? Ja, ich wollte Danke sagen. Danke und sorry für das hier. Komm her. Papa, wo bist du? Ich bin hier unten, Bruno. Ich muss kurz hoch, ich muss ihm was anziehen und seine Sachen für die Tagesmutter packen. Ich muss gleich wieder in die Schule. Wieso das denn? Ich denke, du hast Ferien. Ja, aber ich muss die Weihnachtsfeier fürs Kollegium organisieren. Na gut, ich beeile mich. Papa. Bruno, ich komm schon. Harry, was gibt das denn? Da staunst du was? Habe ich einen Keller gefunden. So ein kleiner Hingucker. Das ist genau das Richtige, um unsere Geschäfte ein bisschen anzukurbeln. Du, da drin ist noch so viel zu tun. Fang doch mal da an. Ja, ich bin gleich fertig. Hallo zusammen. Ach, hallo. Hallo. Oh. Es weihnachtet. Sehr schön. Ja, ein bisschen spät, aber dafür umso schöner. Ja, Sie haben noch so viel um die Ohren. Ja. Ach, bei der Gelegenheit. Haben Sie eigentlich schon einen Baum? Ach, einen Baum. Nein. Na, ich frage nur, weil ich noch ein so schönes Exemplar habe. Das würde ganz gut in die Pension passen. Ich mache natürlich einen Freundschaftspreis, ist ja wohl klar. Oh, und der wäre? Na ja, 20 Euro. Ja, woanders würden Sie gut und gern das Doppelte bezahlen. Ja, das klingt nach einem fairen Deal. Ja, okay, gut. Du holst ihn dann ab, ja? Der steht auf dem Lagerplatz in meinem Hof hinterm Blumenladen. Einfach nur Bescheid sagen, wenn Sie da sind, und dann geht es in Ordnung. Ja? Okay. Gut. Wiedersehen. Tschüss. Also gut, dann bis später. Ja. Sollen wir hier nicht lieber ein Schild aufstellen, falls du auch noch runterfällst? Guten Tag und tschüss. Lass das mal lieber ein Fachmann machen. Nachher kriegst du noch eine gewischt, wenn du ans falsche Kabelende greifst. Zerbrich du dir mal nicht meinen Kopf. Mach mal lieber aus deinem Laden was. Was willst du mir denn damit sagen? Weil du dann mehr Umsatz machen könntest und mir endlich mein Erbteil auszahlen könntest. Lass gut sein. Kümmer du dich mal um deine Pension. Das mache ich doch gerade, oder was meinst du, was das hier bedeutet? Also, wenn du doch noch Hilfe brauchst,
Nicht, dass du Ostern noch an deiner Weihnachtsbeleuchtung rumfummelst, ne? Komm mal lieber morgen vorbei und schaust dir an, aber bring genug Taschentücher mit zum Heulen. Gut, ins Krankenhaus, wo du sicher landen wirst, wenn du weiter so auf der Leiter rumhampelst, ne? Arroganter Besserwisser. Aber du wirst noch von Neid erbleichen, das sage ich dir, du. Sag dir, ich war sowas von froh, als das Zelt endlich abgebaut war. Unser Robby, und dabei ist Anne noch gar nicht so lange weg. Kann sie nicht einfach wiederkommen? Das wäre doch die Lösung. Ach, da hoffen wir lieber nicht drauf. Die ist mit dem Zirkus und dem Vater total glücklich. Hey, guck mal, wer da kommt. Hi. Hey. Was? Nun warte doch mal. Charlie Kolbe. Was ist? Wegen gestern. Also ich habe wirklich gedacht, die Annonce wäre von dir. Okay. Und du warst ja auch da, also sag mir das Date doch unbedingt nachholen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Warst du dann dort? Auf jeden Fall nicht, um Robby im Weg zu stehen. Ich will nichts von Robby. Nettie, ich glaube, das Ganze bringt nichts. Es ist das Beste, wenn du ausziehst, okay? Nicht. Sag mal, willst du da oben überwintern? Komm schon, Baby. Guck mal, sieht da toll aus, oder? Ja, funktioniert das auch irgendwann mal? Ja, du klingst ja schon fast so wie mein werter Herr Bruder. Ah, Frank war hier. Ja, der Saftsack. Hat eine dicke Lippe riskiert. Aber der wird sich noch wundern. Ja, jetzt verstehe ich auch. Ja, du willst ihm unbedingt was beweisen. Ich? Ihm? Der interessiert mich doch nicht mehr als ein Loch in der Luft. Dann denk bitte daran, was sonst noch ansteht. Vom Weihnachtsbaum holen bis hin zum Fertigrenovieren. Für die Pension ist das hier das Allerwichtigste. Eine Deko, die Lust auf mehr macht, die Wärme ausstrahlt, die Behaglichkeit ausstrahlt. Die Leute müssen sagen, hier, genau in diesem Schuppen will ich wohnen. Gut gebrüllt, Tiger. Ja, wann beginnt denn die große Lightshow jetzt endlich? Exakt jetzt. Pass auf. 5, 4, 3, 2, 1 und es werde Licht. Tja, und? Das verstehe ich ja nun gar nicht. Was ist denn hier los? Der Strom ist weg. Entschuldigung. Gratuliere. Der kommt doch gleich wieder. Hallo. Hey, hallo, Mischa. Du, sag mal, könntest du hier kurz die Stellung halten? Ich muss dringend Bruno bei Frau Schwarzenbeck abholen. Ich muss zu spät. Oder wir machen es ganz anders. Ich hole Bruno ab. Das ist doch viel leichter. Dann kannst du hier weitermachen. Nein. Lass mal, du, der Kleine ist in letzter Zeit zu viel rumgeschoben. Der braucht endlich mal eine ordentliche Bezugsperson, nämlich mich, seinen Vater. Wieso geordnete Familienverhältnisse hat er doch jetzt? Jetzt, wo der ganze Spuk in Konstanze vorbei ist, da kann ich dir doch viel mehr helfen. Also mit Bruno und auch hier im Laden. Mischa, das ist furchtbar nett von dir, aber... Hi. Sülo, kann ich bei dir einen richtig schönen Rotkohl bestellen? Ja klar, für Weihnachten nehme ich an. Ja, ich habe versprochen zu kochen. Gut. Oh, wow. Ja, es gibt Weihnachtsgans. Ich besorge dir den schönsten Rotkohl von ganz Köln. Ja. Brauchst du den nicht für dein eigenes Festtagsmenü? Wisst ihr schon, was ihr macht? Wer von euch beiden steht am Herd? Das ist noch nicht ganz raus. Geh du mal. Ja. Ciao, Kai. Ich muss... Ciao. Das gibt's doch gar nicht. Dieser blöde Stromkreis muss doch irgendwo zu finden sein. Was ist denn hier los? Nur eine kleine Reparatur. Wir haben die Sicherung mal kurz rausgedreht. Und wie komme ich jetzt in mein Zimmer? Es tut uns wirklich leid, nehmen Sie die doch mal jetzt als Ersatz. Ist doch eine tolle Weihnachtsstimmung, oder? Eher Mittelalter. Mein Gott, wenn du es nicht bald hast, dann mach doch die doofe Kette einfach wieder ab. Ach, mein werter Herr Bruder lacht sich darüber scheckig. Nee, die Steilvorlage werde ich ihm nicht bieten. Nur über meine Leiche. Was ist denn jetzt wichtiger, unsere Gäste oder euer blöder Dauerclinch? Bin ich vielleicht schuld an dem Clinch? Ach, Tiger, hier ist so viel zu tun. Ich schaff das einfach nicht, wenn du mir nicht hilfst. Ich helfe dir doch schon.
Es geht hier nicht nur um eine Lichterkette. Ich bringe die ganze marode Stromversorgung ein für alle Mal auf Vordermann. Aber du lässt mich mit den anderen Sachen nicht hängen. Morgen hilfst du mir, ja? Klar. Versprochen. Großes Tiger-Ehrenwort, morgen ist alles fertig. Hallo, ihr Lieben. Vielleicht kommt euch mein Auszug ziemlich plötzlich vor. Aber ich habe ja schon länger hier gewohnt als geplant. Danke, dass ich so lange bleiben durfte und für euch alle einen dicken Knutsch. Nettie. Fröhliche Weihnachten wünschen Yasemin, Raul und... Und Wonnepoppen. Hey, in 3 Wochen ist es auch schon soweit. Danke. So, komm schön nach Hause. Hallo, ihr zwei. Hey. Hey, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf meinen Mann, der von der Arbeit heimkommt. Aha. Hallo. Okay. Wir haben uns gerade über das Baby unterhalten und... Also wir machen uns gerade so ein bisschen Sorgen, zimmertechnisch. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Wir? Wieso wir? Ich meine, du hast doch eine Wohnung. Ja, aber es muss ja nicht ewig so bleiben, oder? Aha. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse. Weihnachten seid ihr für ein paar Tage allein. Ich fliege mit Bruno in die Türkei. Ah. In die Türkei? Ist nicht schlecht. Ja, ich mache für ein paar Tage den Laden zu. Aber am 4. Januar muss ich wieder hier sein, ne? So, und jetzt mal genau auf die Steckdose leuchten. Was war das denn? Das ist doch wurscht, irgendein Handy eben. Ach, Mist. Mann, was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin abgerutscht. Wer das richtige Werkzeug hat, ist klar im Vorteil. Moment. Was ist denn? Ah, oh, bin gestolpert. Irgendwann hat er am Weg gestanden. Ah. Den kenne ich doch irgendwoher. Ja klar, jetzt wissen wir ja, bei wem du dich bedanken kannst. Was? Nettie beehrt uns mal wieder. Fällt Harry wohl erstmal eine Weile aus. Vielen Dank. Wie sollen wir das alles ohne ihn schaffen? Na? Na? Jetzt kommen wir zum angenehmen Teil des Abends. Komm her. Du, eigentlich bin ich ziemlich müde. Und aus müde machen wir jetzt erstmal entspannt. Alles tut gut. Ich werde gleich noch mal zu Bruno gucken. Wieso denn? Der schläft doch. Ja, aber wenn nicht. Dann sehe ich nach ihm. Du musst jetzt erstmal ein bisschen loslassen. Entspann dich. Das tust du bitte nicht. Hä? Das tust du bitte nicht. Ich bin Brunos Vater. Ja.
Aber ich bin auch ein bisschen für ihn verantwortlich, oder? Nein, Mischa. Das bist du nicht. Tut mir leid. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Mischa, ich kann diese Beziehung mit dir nicht führen. Ist nicht nur wegen der Landschaft sehr begehrt. Entweder du gehörst zur Familie, dann kannst du auch hier wohnen, aber dann hilfst du auch mit. Oder eben nicht, das ist deine Entscheidung. Wenn Kerstin nach Hause kommt und hier ist nichts passiert, dann... Dann muss sie da wohl oder übel durch. Du hast mich ausgenutzt. Bitte was? Das ist doch Quatsch. Ich war einfach nur ein Helfer für dich. Als du mich gebraucht hast, da habe ich dich unterstützt. Und jetzt willst du mich abservieren. Arme Schulette, hat dein Schatzi dich verlassen. Oh. Hey, hi. Hi. Mit der Fahrt kann er um die Welt segeln. Mann, Papa. Was wollen Sie so spät hier? Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber Ihre Einmischungen sind auf Dauer nicht zu ertragen. Ich mische mich doch überhaupt nicht ein. Natürlich mache ich mir so meine Gedanken. Schließlich bin ich hier das Familienoberhaupt. Oder?